Guten Morgen. Ich wollte mal kurz einen Controller ins Bild halten, und zwar dieses kleine Ding hier. Ist der GameWise, so nennt sich das, und ist für das iPad Pro. Für das 9,7 Zoll iPad, auch das Air funktioniert. Da steckt man dann von beiden Seiten so auf. Das Ding ist verbunden mit so einer Gummischnalle, die sich auch nicht irgendwie elegant zusammenfaltet. Wenn man es mitnehmen möchte, dann muss man das wirklich so tun, indem man das knickt und dann in seine Tasche steckt. Also es ist, das Handheld-Format wird anvisiert, aber es ist eher so der Handheld für zu Hause. Natürlich MiFi lizenziert, das heißt mit Lightning-Stecker das iPad da reinzubekommen, ist gewöhnungsbedürftig, aber es geht. Und dann klammern sich die beiden Seiten so um das iPad rum und dann hast du ein riesiges Display, in Handheld-Größen, riesiges Display, auf dem du halt Spiele spielen kannst. Und das ist ein Dual-Stick-Controller. Das heißt, auch so Dual-Stick-Shooter und so weiter funktionieren. Die Buttons sind fein verarbeitet. Die Schultertasten sind mir so ein bisschen lasch, aber im Grunde würde ich sagen, das geht sehr, sehr in Ordnung. Hat einen eigenen Klinkenanschluss. Das heißt, da hast du Kopfhörer dran stecken. Funktioniert und wird aufgeladen mit Micro-USB. Wenn das iPad drin steckt und Micro-USB am Strom hängt, dann wird das iPad auch gleichzeitig aufgeladen. Alle Knöpfe vom iPad sind ansonsten zugänglich, der Standby-Button und auch die laut-leise-Knöpfe. Es gibt eine LED-Anzeige, die den Ladestand von dem Controller zeigt. Den Controller, den gibt es auch für das iPhone und für das große 12,9 Zoll iPad Pro soll es ihn geben. Das ist dann aber doch ein bisschen lächerlich wahrscheinlich. Ich glaube, dieses Modell zumindest für das iPad Pro 9,7 Zoll bzw. iPad Air gibt es, glaube ich, erst seit ein paar Wochen. Und deswegen, ich habe mir das mal geshoppt. Und wollte es unbedingt ausprobieren, weil der Formfaktor, der ist interessant und der ist alternativlos, fast alternativlos, würde man sagen. Also in dem Stile gibt es keinen Controller, der das iPad in dieses Handheld-Format bringt. Es gibt natürlich Controller, MiFi-Controller, die man anschließen kann, wo man das iPad dann separat aufstellt. Aber beides im Eins, da ist der GameWise dann doch ohne wirklichen Mitbewerber. Das Ding ist wirklich leicht. Das heißt, da wird kein großes Gewicht nochmal zusätzlich zum iPad draufgelegt. Es lassen sich auch so Motion-Spiele spielen. Das heißt, wenn man ein Rennspiel hat, ja, wo man den Bildschirm bewegen muss, das lässt sich durchaus machen in dem Konstrukt. Ich kann das mal zusammenbauen kurz. Funktioniert's. Und dann hängt das Ding so drin und dann ist man, dann sitzt man vor einem wirklich großen, großen Bildschirm. Ich finde es eine interessante Geschichte, weil der Formfaktor wirklich, wirklich wild ist. Ja, man hat ein riesen Display gefühlt vor der Nase und in der Hand. Wenn man so einen separaten Controller hat, dann steht der Bildschirm ja noch so ein bisschen weiter weg und dann fühlt sich das nicht so wirklich groß an. Aber so ist ja wirklich so Game Boy XXL. Ja, nette Geschichte, viel zu teuer leider meines Erachtens. Mit über 100 Euro, das ist schon wild für so ein bisschen Plastik und für so ein Lightning-Stück. Ich muss nochmal betonen, dass die Knöpfe wirklich okay sind. Gute Druckpunkte für all die iOS-Spiele, die ich ausprobiert habe. Von einem Final Fantasy bis zu einem Rennspiel, bis zu einem Jump'n'Run. Das funktioniert alles ausgesprochen gut. Die hinteren Schulterknöpfe, die sind so ein bisschen lasch, wie gesagt. Aber insgesamt geht das Paket sehr in Ordnung. Leider schwierig für den Preis. Aber wer viel spielt, für den ist das vielleicht was. Ich finde diesen Formfaktor nur so absurd und unterhaltsam.